Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie man einen Ghost- oder Geist-Effekt in Premiere Pro erstellen kann und wie man diesen mit einem zweiten Effekt noch ein wenig aufpeppt, gleich nach dem Intro. Ja, damit ich diesen Effekt hier erzeugen kann, muss ich zuerst mal hier mein Video mit Option duplizieren, auf die zweite Ebene legen, dann das Video markieren, dann suchen wir uns unter den Effekten hier den Effekt Zeittrennung, der befindet sich in den Videoeffekten unter Zeittrennung, den ziehe ich mir hier drauf. So, jetzt ist noch nichts passiert, jetzt muss ich mal hier schnell in die Effekteinstellungen gehen von diesem Clip. Wir sehen jetzt hier, die Zeittrennung ist hier drin und ich kann hier eigentlich nur die Frame Rate hier einstellen. Ich stelle das mal hier auf 1, hier in meinem Fall, und dann gibt das hier so einen Effekt. Man sieht das jetzt hier kaum, dass ein wenig das Ganze stottert und wie. Wenn ich das hier mal ausschalte, dann sieht man das hier sehr viel deutlicher. Es sieht aus, wie wenn das hier stottert und nicht mehr sauber läuft. Also wie wenn ich ein Frames verliere. Ich habe jetzt hier auch nur ein Frame drin. Schalte ich das wieder ein und lege hier auf diese obere Videoebene, die den Effekt drauf hat unter der Deckkraft einen anderen Überblendmodus. Den legen wir mal hier auf linear abwedeln zum Beispiel. Und dann sehen wir, dass hier dieser Geist-Effekt schon sehr viel deutlicher rauskommt durch dieses Überblenden hier. Man sieht das hier sehr deutlich, hier, wie das sich hier so verändert. Also habe ich hier einen wunderbaren Geisteffekt. Jetzt kann ich das Ganze natürlich noch ein wenig aufpeppen. Dazu gehe ich wieder in die Effekte und suche mir hier unter den leider schon veralteten Effekten den Kanal Weichzeichner. Mit diesem Weichzeichner kann ich einzelne Kanäle weichzeichnen. Ich lege den auch mal hier drauf. Hat sich auch noch nichts verändert. Gehen wir hier wieder auf Kanalweichzeichner. Hier kann ich jetzt die einzelnen Kanäle weichzeichnen. Ich nehme jetzt hier mal den Rotkanal und zeichne den hier ziemlich heftig weich. Und wir sehen schon hier, dass sich das Ganze wieder verändert hier. Und ich hier jetzt noch mehr so einen farbigen Ghost-Effekt kriege. Ich lege hier noch den Kantenpixel wiederholen an. So, und jetzt haben wir hier so einen rot-grünen Geisteffekt drin in diesem Video hier. Diesen Effekt kann ich in Musikvideos und in ja auch Vlogs brauchen, wenn ich einen solchen Spezialeffekt haben will. Ihr müsst da ein wenig rumprobieren, vor allem hier mit der Framerate und dann auch hier mit dem Kanalweichzeichner müsst ihr auch ein wenig rumprobieren, vor allem wie viel ihr hier mit dem Rot, bei den Rottönen hier runterschrauben müsst oder aufschrauben müsst. Da müsst ihr einfach rumprobieren, ist je nach Videomaterial abhängig. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Videotutorial für einen weiteren Effekt hier, in diesem Fall den Ghost-Effekt, gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert und auch nicht vergesst, die Glocke mitzuklicken. Dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!